Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Starfield, dem Weltall-Fallout. Ja, für mich sind ein paar Tage vergangen seit der letzten Episode, aber ich weiß noch, dass wir ja jemanden besuchen wollten mit der Sarah und ich glaube, das machen wir. Wir haben auch da so einen blauen Marker da hinten und da gehen wir mal hin. Ist eigentlich bei deinem Ding da alles okay, dass es so leuchtet? Wird schon passen. Okay, kommst du mit? Jo, sie kommt mit. Moin. Zwischenzeitlich sind auch ein paar Mods für das Spiel rausgekommen. Unter anderem so ein Star Wars Mod, dass die Security-Einheiten hier so Stormtroopers sind. Laufe ich hier eigentlich richtig? Oh, es sieht echt schön aus. Ich hoffe... Ja, wobei, ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Brilliant Medical. Wir sollten nicht da lang. Geht's vielleicht hier durch? Na? Okay. Das Paket wurde also zurückgebracht. Wir haben Gesellschaft. Guten Tag. Gleichfalls. Aha. Cool, dass sie darauf reagiert haben, dass ich jetzt kommen bin. Irgendwas mit dem Paket. Ah, kann ich hier entsperren, Einsteiger. Ah ja, gut. Hab keine Dietriche mehr. Ich wollte mir ja, stimmt genau, ich wollte mir das System ja nochmal anschauen. Wie das denn funktioniert. Aber bei dem einen Mal habe ich es nicht so ganz krallt, wie es funktioniert. Bereue ich das? Nö, es geht. Ah, da hinten. Commercial District. Ja, also könnte ich mir jetzt hier schon vorstellen, hier zu wohnen. Und die Werte der Vanguard, Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung bei allen Einsätzen als Mitglieder der Navy der United Colonies hochzuhalten? Ich schwöre. Dann bin ich stolz, euch in der Vanguard begrüßen zu dürfen. Also, ihr habt eure Aufträge. Zeigt ihnen, was die UC können. Supra et Ultra. Oh, viel Spaß euch dabei. Ah, da gleich um die Ecke, glaube ich, müsste es sein. Da ist er ja. Moin. Ist, ah, sie ist auch da. Freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich. Von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Ich will Sterne erkunden, keine Kriege führen. Ja, will ich erstmal. Wow, den Satz kenne ich doch irgendwoher. Sage ich auch immer, wenn John mich wieder an Bord holen will. Ich kapituliere. Aber versuchen muss ich's, oder? Okay, pass auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Okay. Was ist so schlimm an Mars? Just asking. Wir reden eben, wir können eben sicher ein gutes Angebot machen. Eine wissenschaftliche Entdeckung wird als Zierat missbraucht. Wenn er auf Patrouille ist, gefährdet das unser Objekt. Wer ist das, Amora? Moment. Was ist denn am sollst du. Ja, genau. Was ist daran eigentlich so schlimm? Soll das ein Witz sein? Das ist der unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Das Einzige, was die UC da interessiert, ist der Mars. Und da will niemand hin. Da wollen alle weg. Ja, wieso? Naja. Na gut. Ja. Was? Nee. Das Sol-System ist ruhig wie ein Grab. Da passiert nichts. Das heißt, es passiert auf jeden Fall was. Wollte auch gerade sagen. Ihr zwei kriegt das sicher hin. Im Sol-System gibt es viele Planeten. Aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John?
Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Okay, dann also auf nach Cydonia, eine Bahn, Raumhafe klingt gemütlich. Ja. Hat schon was, einfach Helium zu verbrennen und zu sehen, wohin die Sterne einen führen. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Ja, glaube ich, aber trotzdem, nee. Das ist der Marco unter uns. Sprich mit Commander Tuala darüber, der Vanguard beizutreten. Ja, will ich aber nicht. So, Sarah, das heißt, wir werden mal kurz... Ich wünschte, die Barkeeperin im Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Okay. Wie komme ich da unten rein? Ach, stimmt ja. Da war ja der Abgang hier. Moin. Ist dein Jetpack kaputt oder so? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nutze. Das ist ein guter Punkt. Also, weg hier. Öffnen. Raumhafen. Dankeschön. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. In der NAT wird mir immer noch übel. Ach, so schlimm ist das nicht. Schlimm ist eher meine Flugkunst. Oh, geil. Wir haben ja dann auch noch Wetter mit dabei. Wobei, ist die Frage, wie realistisch das ist, dass jetzt hier schlechtes Wetter ist. Kommt das natürlich darauf an, wie weit dieser komische Zug da fährt. Okay, machen wir ein bisschen schneller. Moin. Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Wie ist der Sauerstoff ausgegangen? Weitere Anstrengungen erhöhen den... Oh. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist nur gut. Kommst du mit rein? Moin. Also den. Komm mal rein in die gute Stube. Wir gehen mal direkt ins Cockpit. Ob sonst eh nichts tun und abheben. Ich bin schon gespannt, dass wir da eventuell Schiffe noch kaufen können. Ich bin Vertreter Chilsum. Ich muss mir mal später meine ganzen Missionen angucken. Und mal schauen, ob ich die Missionen deaktivieren kann, die mich jetzt eh nicht interessieren. Stichwort dem. Fahren Sie dann hier nach Moara. Wie ging das jetzt nochmal? Sternkorde. Genau, das sind jetzt die ganzen Missionsmarker. Wir gehen mal eins raus. Was haben wir denn hier noch gehabt? Okay, weiter raus. Sol-System. Kurs festlegen. Okay. Einmal hinspringen, bitte. Also ein guter Kollege. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Ja, ich hab keine dabei. Landefreigabe erteilt. Schönen Aufenthalt in Cydonia. Jo, danke. Guter Kollege von mir hat noch gemeint, er findet es schlimm mit den ganzen Ladezeiten. Was ist das Problem? Habe ich irgendwie nicht. So, einmal scannen. So. Mars, Launchpad, Cydonia, Fracking Station. Mars Mechfabrik. Ja, ich glaube, wir werden hier noch ein paar Mal sein, aber wir gehen erstmal nach Cydonia. Und tun da mal landen. Und dann mal schauen, was es braucht an Überzeugung, dass wir das nächste Teil bekommen. So einfach wird das vermutlich nicht hergeben. Geiles Lichtsetting.
Gut, verlassen. Gerade mal instant. Hast du es auf Teile von Deimos abgesehen oder willst du Mineralien schürfen? Ansonsten haben wir hier nichts verloren. Hä? Doch, wir wollten mit dem ja quatschen. Stimmt, Scanner war ja ein Thema. 71% jetzt schon? Okay. Das ist nicht der offizielle Abgang. Der wäre da hinten gewesen. Na gut. Ja, ein bisschen industriell hier. Moment mal. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder ist die Schrift da zum Schluss reinkommen? Ich würde sagen. Hier lang. Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Saldonia komplett unterirdisch zu bauen war eine Klug. Dann vor der rauen Marslandschaft zu schützen. Oh, dafür könnte es eigentlich echt schön sein draußen. Crossfire Incident. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Wir gehen. Okay, ich glaube, das bringt uns eh nichts. Das sieht eher noch hier oben aus. Hier rein vielleicht? Oh ja. Naja, schön ist was anderes. Das ist eher so zweckmäßig hier. Moin. Ich muss nicht hier durch. Ich serviere hier seit über 40 Jahren Drinks. So viel Stabilität gibt es selten. ich suche einen Vanguard namens Moara. Der war lange nicht hier. Ist vor einer Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Das sind schlechte News. Warum ist der Alarm jetzt? Wenn du seine Patrouille nicht kennst, könnten wir ihn aufspüren. Stimmt, ich war ein schwarzes See. Wann ist hier ein See? Nennst du das etwa anders? Er meint das Weltall. Man. Ach so, okay, alles klar. Mach mal das hier. Ah, ja, von der habe ich gehört. Nach der dritten oder vierten Runde hat er von nichts anderem mehr geredet. Und er hat eine laute Stimme. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber... Du willst Geld haben, ne? Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also... 2500? Alter... Bis Brief da schlagen, dass er Hilfe braucht. Das wird sie sagen. 2500. Ich probier's mal. Das Spiel kenne ich. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst, was seine Schulden angeht. Nennst du mich etwa einen Lügner? Ich werf euch beide aus der Bar. Ach bitte. Zwei Fremde kommen von woanders her und wollen Infos, die nur du hast? Klar sieht man darin eine Chance. Würde doch jeder. Geh mit dem Preis runter. Sonst finden wir einen anderen Weg, an die Infos zu kommen. Schön. Ja, komm, ist Usus. Wir hatten einen Rabatt vereinbart, oder? Ist doch alles da? Okay. Reden wir. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay?
Dafür habe ich 1000 Zoll? Dann muss das reichen. Ja, wow. Doch, das andere machen sie. Moin. Nicht aufmachen. Ja, wie überraschend. Eine tolle Idee. Hast du irgendwas Wertvolles hier noch? Was zum... Alle möglichen Miner. Junge Hordegen, ehemalige Soldaten. Ist das normal hier? Ex-Sträflinge. Man muss nur körperlich fit sein. Ja, also es wird schon normal sein hier, ne? Was zum Mitnehmen? Nee. Wir könnten uns natürlich noch ein bisschen umsehen. Ich glaube, ich will da nochmal ganz kurz runtergehen. Schauen wir, was man hier noch so sieht. Wahnsinn. Allein die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein. Die Dämpfe und den Staub zu atmen. Keine Bäume, kein Gras. Ja, also ich glaube, ich will sie jetzt auch nicht ewig lang aushalten. Ja, ist ein bisschen eintönig hier. Okay, dann ab zur Venus. Ich glaube, es ist ein bisschen schöner ist. Und dann ist es ein ganzer Planet, wo man ihn finden soll. Wenn er denn überhaupt da ist. Bin ich dir im Weg? Nö, nö, alles gut, ich finde meinen Weg. Dankeschön. Ja, braucht ein bisschen länger. So, da. Wie war's? Ach, gehen wir da lang. Ich hab noch kurz einen Moment überlegt, ob wir nicht auch mal rechts gehen. Ob das nicht eventuell sogar schneller wäre. Oh, am letzten Meter, du schaffst es. Also, dann einmal gucken, bitte. Nicht Jamison ist, fühle ich mich so langsam heimisch. Also, Venus, Karte, wir sind da. Ich würde noch gerne mal eins raus. Das ist die Erde. Ich würde dann gerne mal bei der Erde vorbeischauen, einfach um zu wissen, wie es dort denn jetzt aussieht. Atmosphäre dünn, CO2. Fauna, Flora, keine. Was zu... Okay. Na gut, Venus, Kurs festlegen. Reisen, dankeschön. Oh oh. Hallo, was haben wir denn hier? Siehst du diese Gruppe von Schiffen? Ja, leider. Schlange, die Ungläubige verschlingt. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Ja, aber sie wissen vermutlich nicht, wo unser Vanguard ist. Was machen Varun-Fanatiker hier draußen bei der Venus? Siehst du Vanguard mal das Schiff irgendwo? Aber nein, auf den Punkt. Keinerlei Signale. Und wenn sie hier ein Vanguard-Schiff gesehen hätten, wären sie auch nicht so ruhig. Ja. Nein, aber etwas anderes vielleicht. Es schwebt ein UC-Satellit beunruhigend nah an diesen Baron-Schiffen. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Loks herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Wir müssen zu diesem Signal kommen, ohne angegriffen zu werden. Ich eröffne das Feuer. Diese Fanatiker sind keine Gefahr für das Gesamt... Das sind eine Gefahr. Jo. Nicht so schnell. Wir sind allein und sie zu dritt. Minimieren wir die Energie. Schleichen wir. Vielleicht bemerken sie uns nicht. Wirklich? Aber ja, im schlimmsten Fall kämpfen wir. Fahre die Schiffssysteme möglichst weit herunter, um nicht entdeckt zu werden. System
Ziemlich bewaffnet und Schilde verraten dich. Um dich so gut wie möglich zu verbergen, fahre alle Systeme herunter, bis auf ein oder zwei Balken beim Antrieb und halte dich von gegnerischen Schiffen so weit wie möglich fern. Begib dich in eine Entfernung von maximal 500 Metern zu den Satellitenbarke, damit du sie aktivieren kannst. Ich hätte zwar schon irgendwie Bock gehabt. Okay. Neues Level. Oh, mal ganz kurz. Oh, shit. Das ist so etwas. Ich weiß ja nicht. Physisch. Was haben wir denn hier? Boxen, Fitness, Schleichen. Oh, Schleichen. Das mache ich rein schon mal aus Prinzip. Für eine Schleichleiste hinzu, du bist beim Schleichen um 25% schwerer zu entdecken. Yo. Gewichtheben, Wohlbefinden, sozial. Hier überzeugen. Plündern. Und überzeugen schon mal nicht schlecht. Erhöht deine Erfolgsstände, jemanden zu überreden um 10%. Yo. Handel, Gastronomie, Plündern. Untersuchen wir Banner, besteht die Chance, dass du solche Credits findest. Mach mal. Okay. Hätten wir das. Was sind die? Boah, das wird ja maximal lange dauern. Wobei, die Barke ist gerade da unten. Oh, große Schlange. Segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Zollsystem ins Jenseits und berührte... Oh, Außenansicht. Viel praktischer. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Moment, ich muss alle... Das ist jetzt zwei hier? Also wir gehen auf jeden Fall mal zu dem hier als erstes. Wenn ich Antrieb würde ich irgendwie gern auf 2 machen. Oder kann ich es 1 bis 2? Oh ja, ein bisschen schneller. Bisschen sneaky hinter dem Brocken da und dann da ran. Ich hoffe, das geht auf. Fügt das nämlich einfach mal straight so hin. Ich würde irgendwie gerade so gerne nach links oben gucken. Aber es geht nicht. Denn jetzt noch? So wie schaut's aus, also das ist jetzt schon recht nah. ausgewählt. Das war schon mal nicht die Lösung. Ach da, aktivieren. Das ist nicht gut. Die Erde und alles ringsherum wurde vor Ewigkeiten verlassen. Wieso? Und in den alten Sternenwerften wimmelt es von Spacern und Plünderern. Schlecht. Okay, das heißt für uns ab zur Erde jetzt. Die drei Schiffe sind noch da oben. Da hinten ist die nächste Barke.
Er wählt das gar nicht aus. Oder ist es schon hinten? Wir schauen mal ganz kurz zur Karte. Gehen wir hier mal raus. Ja, wir müssen zur RD. Luna, Mond von... Ach nee, wir müssen Luna. Muss festlegen. X. Einmal dahin, bitte. So. Da, die Nova Galactic Sternenwerft. Hier wurden die ersten interstellaren Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Ja, mal sehen, ob man auf diese Sternenwerft ist. Ich will auf dem Mond spazieren gehen. ja, was ist eigentlich überhaupt mit der Erde passiert? Das ist inzwischen lange her. Aber die Erde hat ihre Atmosphäre verloren. Sie sickerte ins All. Der Menschheit blieb 50 Jahre für die Evakuierung. So nahmen die United Colonies ihren Anfang. Mit der Organisation des Untergangs. Die Erde ist jetzt nur noch eine Staubkugel. Selten findet man auf der Oberfläche noch ein Überbleibsel der Welt, die wir zurückgelassen haben. Ja, ist jetzt schon ein bisschen blöd, ohne Sauerstoff und Kuh, ne? Na gut, ich würde aber auch sehr gerne auf den Mond spazieren gehen. Wenn du einen kleinen Umweg machen willst, ich habe nichts dagegen. Vergiss nur nicht, dass wir Vanguard Moara und das Artefakt finden müssen. Du kannst an den meisten Sternstationen und Schiffen andocken, um sie zu betreten. Du musst das Schiff in deinem Hut anwählen und dann nah genug heranfliegen, damit die Aufforderung zum Andocken erscheint. Ja, okay. Aber auf dem Boot spazieren gehen würde ich ja schon gern machen. So, wir werden erstmal hier die Sachen wieder hochfahren. So, gib mal Gas. Oh, das ist sogar recht nah. Wollte ich jetzt... Oh shit, das Ding ist groß. Es wirkt noch alles recht... Ah. Okay, wie nah muss ich da ran? Nein, ich will es nicht anschießen. Alter, wie komme ich denn da ran? Ah. Eigentlich schon noch cool. Okay, einmal rein da. Soll ich den Antrieb anwerfen? Und was? Es sieht... Zwei Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Die Dietrich. Okay, es ist nicht Vanguard Moara. Die Spacer haben hier wohl rumgesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Ja, wir werden erstmal hier mal ein bisschen looten. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Fluganzug. Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Okay, hier tatsächlich jetzt gar nicht mehr so aufgepasst, außer dass sie weniger organisiert sind. Schreit, es ist ein Wert 195. Der wiegt aber auch ein bisschen was. Komm, ich nehme dich mal mit. Entsperren Lehrling. Ist zu... Wow. Es ist zu schwierig. Lehrling ist schon zu viel für mich. Moin. Medipack, kommt mal mit. Sonst... 240. Schreibtisch Globus. Immer her damit. Moin zusammen. Oh, da wird noch aktiv geschossen. Alles klar. Nee, würde ich irgendwie beides nicht. Oh, das ist gerade da hinten. Jetzt, ich komme gleich. Ich will mir nur kurz ein bisschen umsehen. Geht es hier auf?
Yes. Ah, Toilette. Mobilisator Anzug, Sternenwagen und das nehme ich mal mit, um zu schauen, was der kann. Sonst hat sie nichts Interessantes. Okay, wir joinen der Party. Na komm her. Ja, das mit dem Schaden ist irgendwie nicht so geil. Ist der jetzt tot oder nicht? Ah, nee. Okay, die haben einfach mal ein bisschen Rüstung hier. Holy shit. Hier geht die Munition aus. Scheiße. Ich brauche eine andere Waffe. Inventar. Schiff. Hier. Waffen, Cutter, Maelstrom. Wie viel haben wir bei dir? Rattler. Das war jetzt gerade ausgerichtet. Maelstrom. Komm mal her. Oh, scheiße, Gesundheit. Immer da. Hilfe. Was machst du? Plus 35 Bewegungszeit, zweimal Sprunghöhe, Antibiotika, Infektion. Mach mal. Ja, mal das ganze Zeug hier im Medipack. Dankeschön. Alles okay? Ja, oh, war scheiße, von hinten auch noch. Wo? Oh. Naja, super. Ja, was du nicht sagst, Gefahr. Komm her. Du bist tot. Shit. Alter, der schießt von da oben. Also wir müssen es anders machen. Da, wo er mich von hinten nicht trifft, wo ich in die Richtung schießen kann. Ne? Kollege? Oh, hast du Munition? Nehmen wir, was wir kriegen können. Jo, das ist so der Plan. Hey! Mehr. Fuck, und jetzt habe ich keine Munition mehr. Geil. Was nehme ich? Klingt interessant. Komm schon. Fuck, Gesundheit. Das muss doch irgendwie schneller gehen. Medpack. Eine Granate wäre halt echt nicht schlecht. Das wird geil. Für dich ja, momentan habe ich schon mal ein paar mehr umgelegt. Nice. War so der letzte Schuss. So, und hier drin war noch einer. Na, lebt noch. Alles mitnehmen. Yes. Yes.
Und zwar ist interessant ist hier. Tablet. Oh, Medpack. Ja, damit. Nö, das lass mal. Hier noch. Amp, nehmen wir auch mit. Oh ja, Medpack. Ja, damit. Was war das? Wenn es was Unheimliches ist. Oh, er kommt dahinter. Okay, da kann ich nicht durch. Na komm her mal. Geil. Modifiziert. Was ist das? Ich dachte, er kann das aufnehmen, weil da mal ganz kurz das Menü rum ist. Naja, gut. Da gibt's auch nichts. Da, Sauerstoffbooster wert 365. Dann verkaufe ich es wieder und dann ist wieder gar nichts wert. Oh, da kommen wir da rein. Oh ja. Da, 320. Wir brauchten einfach nur den richtigen Käufer. Bin ich jetzt hier für gar nichts reingegangen? Ist das alles hier Sackgasse? Das ist alles Sackgasse hier. Jetzt noch ein paar Tote. Jo, alles Sackgasse. Na gut. Ah, da ist noch was. Entsperrenexperte, ja, genau. So, hinten oben war einer. Was bist du? Oh. Oh ja. Fuck. Nice. Und dead. Zwei noch. Drei. Ich mich zuerst umsehen. Oh. Okay. Ich vermute mal, der ist da oben. Ja. Ach, komm her. Gesundheit. Medpack. Hilfe. Was haben wir hier? Zweimal Sprunghöhe. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Heilverbrennungen. Herz plus. Plus 20% für 2 Minuten. Sondern zur Schadenresistenz für. Oh ja. Shit. Komm, den haben wir gleich. Nice! Oh ja, Rucksack her damit. Okay, dann Goodies. Volle Munition, bitte. Sieht so aus, als wäre das irgendwie die Kommandozentrale hier. Oh ja, mit weg, her damit. Keine Ahnung, was das ist, aber einfach mal mitnehmen. Leuchte blau. Haben wir hier noch was drin? Anti. Oh ja. Und die neue Uniform. Schneidezange braucht man nicht. Nein, das war's. So, ich werde jetzt nochmal runtergehen und von den anderen Kreisen, die das Zeug einsammeln. Wendel. Nee. Was sind das sonst? Ja. Skulpturen sind interessanterweise viel wert.
das war's. Workroom, geht es auf? Oh, Tatsache. Oh. Oh, scheiße. Es explodiert doch bestimmt. Ja. Ja, toll. Ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmal wieder kämpfen. Dann zwirbelt die Waffe ein bisschen. Komm, lauf doch du mal vorne. Die sind halt einfach nicht sehen da hinten. Ja, toll. Medkit. Hilfe. Einmal, dankeschön. 18 Stück. Dich mache ich platt. Bin getroffen. Nice. Einer weniger. Bin fast am Ende. Nice, Nummer 2. Oh, meine Augen. Ha, du bist lächerlich. Wer? Yes. Alter, wieso hält der so viel aus? Hier, Dietrich. Ja, ich würde es mal hoffen. Volle Munition. Okay, komm, schnell. Das gibt's nicht. Ja, und keine Munition mehr. Was nehmen wir? Waffen. Rattler, Rettungsart. Modifiziert. Grendel, habe ich da was? Mal gucken. Oh, yes. Geil. So, mitnehmen. Waffen braucht's keine. Wehe, da ist nichts. Oh. Credits. Immer her damit. Oh, yes. Moment. War doch gerade ein. Alter, wo? Wo bist du mitten? Chat. Irgendeiner fliegt hier durch die Gegend. Zumindest war das Interface jetzt gerade mega schräg. So. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, ne, Zwiebel. Okay. Splittermine! Yes! Oh ja, her damit. Schrotflinte. Liegt einfach mal so rum. Ja, nehmen wir mit. Modifiziert braucht man nicht. Sonst nur irgendwie. Oh, Herz Plus. Ja, her damit. Hydraulik machen wir auch nicht. Ah, ich glaube, das war's. Oh ne, hier geht's noch weiter. Oder ist das dann das Kontrollzentrum? Nö.
glaube, das wäre vermutlich der leise Weg gewesen, wenn man hier lang gegangen wäre. Na gut, runter. Hier auch so. Ach, jetzt erkenne ich es erst. Das ist ja nicht. Oh. Viel länger durch. Wo ist der andere? Ach, da hinten. Munition nehmen wir natürlich wieder mit. Und wir werden mal schauen, was wir dann als Anzug etc. mal nehmen können. Und was sie da alles so liegen lassen. Gar nicht gelootet. So, du noch. Nice. Moin, jemand daheim? Wurde überrannt, habe mein Schiff gepflegt und bin unterwegs zum Neptun. Werde noch einmal darum bitten, dass die Fleet hier rauskommt und sich um die Spacer kümmert. Aber bis dahin, wenn einer von euch Verbrechern zuhört, ich bin der Geist, der euch in der Nacht euer Zeug klaut. Haut ab, solange es noch geht. Ja, war ja klar, dass er nicht da ist. Kein schlechter Plan. Die Chancen, eins ihrer Schiffe zu zerstören, stehen viel besser, als gegen sie alle zu kämpfen. Ist wohl was dran. Das heißt, wir könnten uns noch ein bisschen umsehen, ob wir noch was Interessantes hier finden. Im speziellen Munition. Anzug, Werkbank. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Ja, okay. Oh ja, mit weg, ja damit. Ist nichts in den Kisten? Irgendwas Interessantes? Oh, nehmen wir mit. Nö, das nicht. Ja, würde ich mal sagen, auf der Seite noch. Und dann ist sie, glaube ich, gut. Nächste Werkbank. Ja damit. Credits. Also Waage, nö. Werkbank, nö. Das muss ich mir nochmal in Ruhe geben. Ja, ich glaube, das war's. Na gut. Also, kommst du mit? Wir gehen hier mal wieder. Schön, dass wir jetzt hier mal aufgeräumt haben. Ist hier raus? Nee, aber das ist eine Kiste. Nehmen wir mit. Spätestens für die Forschung, glaube ich, dann ganz gut. Was ich der CO2-Wert steigt. Ist auf 100% erledigst du Schaden stattdessen. Alle klar. Hä? Ach so, weil ich ja mit O2 natürlich runtergehe. Okay. Komm, generiere dich mal ein bisschen. Ja, gleich. Das ist alles nichts wert. Hier wird es auch nichts mehr übersehen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir aber weiter an der nächsten Episode. Wir sind schon wieder an der Zeit und mal schauen, ob wir dann finden. Aber es war ja klar, dass wir halt nicht einfach in die Bar reingehen. Er ist jetzt da, wir quatschen mit ihm. Bilder vermutlich ein paar Kredits haben und dann gibt uns das dann. Wäre ja sonst langweilig. Also, liebe Leute, wir sehen uns zur nächsten Episode. Bis dahin, macht's es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr.
Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.